erste Niederlage. Habt ihr das Spiel in der ersten Halbzeit verloren heute? Ja, sicherlich. Wir haben in der ersten Halbzeit viel zu passiv gespielt und dem Gegner auch viel zu viele Räume gelassen, nicht so gut in die Zweikämpfe gekommen und ja, kassieren das 1-0 dann, ja, ob das jetzt unglücklich war oder nicht, das Tor ist passiert, das müssen wir so hinnehmen. Und ja, zweite Halbzeit haben wir versucht aufzustehen, haben alles reingeworfen, aber man muss sagen, die Fürther haben gut verteidigt und wir konnten uns kaum klare Torchancen rausspielen. Wir haben wieder ein Spiel verloren. Das kennen wir zu Hause jetzt zu Genüge. Wir haben wieder viel investiert und viel vom Spiel gehabt. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir zwingend der Aktion so gut wie kaum herausspielen konnten. Und das führt dann dazu, dass wir das Spiel wieder verlieren. Und Freitag geht's weiter. Es ist eine kurze Woche. Und ich hoffe einfach, dass wir da die nötigen 3 Punkte holen. Ja, wir haben vorne wieder wenig Chancen kreiert. Weil ich weiß nicht, ob wir überhaupt erste Halbzeit eine Chance haben. Ich glaube, die vom Tiffy, aber geht auch ein bisschen weiter weg vom Tor. Ja, und hinten, wir standen zwar hinten gut wieder erste Halbzeit, kriegen dann so ein dummes Tor. Ich weiß nicht, ob was der Schiri da entscheidet. Erster Vorteil und dann doch Freistoß. Und wo die den Abschluss kriegen, ja, man. Zweite Halbzeit haben wir versucht, mehr Druck aufzubauen halt. Denke ich, haben wir auch eigentlich gut gemacht, haben die eigentlich nicht ins Spiel kommen lassen, haben viel mit langen Bälle agiert dann, die Fürther und aber vorne war wieder halt zu wenig. Wir müssen halt mehr Torchancen kriegen und dann auch mal einen reinmachen. Weiß nicht, wir haben viel versucht, aber mit Effektivität hat das nicht viel zu tun. Klar stecken wir auch alle in der Scheiße jetzt mit drin, aber trotzdem, wenn man so viel Aufwand betreibt und dann vorne hat man die Möglichkeiten und es wird wirklich auf eine Art und Weise versiebt, die ich nicht mehr nachvollziehen kann, dann gibt das schon zu bedenken. Lass uns kurz über den Gegentreffer, den ersten, reden. Das war, glaube ich, eine merkwürdige Entscheidung. Oder wie hast du es empfunden? Ja, ich denke schon, dass es eine Fehlentscheidung war. Lässt den Vorteil laufen, er kommt zum Abschluss. Klar war es, da macht er den rein. Es ist eine bittere Fehlentscheidung zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich ein bisschen besser ins Spiel gefunden haben. Das hat uns dann natürlich doppelt getroffen. Wir haben uns dann nochmal zusammengerauft in der zweiten Halbzeit, haben, glaube ich, alles versucht, viel Aufwand betrieben, aber wie schon gesagt, die Art und Weise, wie wir vorne das ausspielen, das hat nicht viel mit. Das war einfach schlecht dann. Ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wie es zustande kommt, ist sehr, sehr ärgerlich und dann werde ich auf den falschen Fuß erwischt. Das kann ich besser, das wisst ihr alle genau. Und das hat der Mannschaft zu dem Zeitpunkt so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, das Genick gebrochen, aber es war schon ein Schock, weil wir gut im Spiel waren und das ist dann erstmal sehr, sehr ärgerlich. Auf der anderen Seite, wir haben wieder kein Tor gemacht. Das hätte beim Stand von 0-1 sicherlich nochmal das Spiel drehen können und das Vermögen haben wir im Moment nicht. Das war jetzt, ich weiß, das x-te Spiel, wo am Ende sicherlich mehr drin war, ne? Wenn man ein bisschen effektiver spielt. Nagt das auch langsam so ein bisschen am Selbstvertrauen? Ja, natürlich. Wir stehen ganz unten, sind ganz unten mit dabei. Wenn wir jetzt weiter oben stehen würden und mehr Punkte eingefahren haben, wäre auch natürlich das Selbstvertrauen mehr da. Ja, wir müssen jetzt einfach jetzt wieder die nächsten 3 Tage hart arbeiten, wieder gucken, wo wir was falsch gemacht haben und dann jetzt am Freitag wieder in allen Punkte holen, weil auswärts können wir es halt besser anscheinend. Ja, man sieht ja Woche für Woche, die Liga ist ausgeglichen, da kann jeder gegen jeden gewinnen und deswegen sind wir schon sehr, sehr enttäuscht, dass wir dieses Spiel heute verloren haben. Ob wir jetzt gegen Fürth gespielt haben oder gegen wen auch immer zu Hause, sollte man zusehen, dass man punktet und gerade in so einer Situation. Und deswegen sind wir natürlich sehr enttäuscht. Lass uns kurz mal nach vorne schauen jetzt. Der Vorsprung, der ist jetzt mal wieder geschmolzen am Wochenende. Wären das jetzt schon Schlüsselspiele in Aalen zu Hause gegen Sandhausen? Jedes Spiel ist ein Schlüsselspiel. Ich glaube, die anderen haben alle gepunktet. Ich glaube, wir sind der große Verlierer des Spieltags und jetzt müssen wir schauen, dass wir schnell regenerieren und am Freitag hoffentlich dann der Gewinner des Spieltags werden. Natürlich, jetzt die nächsten Spiele sind sehr, sehr wichtig, weil das auch Mitkonkurrenten sind da in dem Abstiegskampf und es hat nichts verloren. Wir haben jetzt noch ein paar Spiele und wir müssen jetzt halt versuchen, viele Punkte wie möglich zu holen. Ja, jetzt kommen die Wochen der Wahrheit und das sind Spiele, ganz, ganz wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten und da müssen wir zusehen, dass wir langsam in die Pötte kommen und da die Punkte auch einfahren. Ja, das haben wir im letzten Jahr in der Hinrunde genauso gesagt, als wir vor den Spielen gestanden haben. Wir wissen, wie das ausgegangen ist. Deswegen ist jeder gut damit beraten,
den Kopf oben zu behalten und extrem hart zu arbeiten. Dann können das sehr, sehr wichtige Wochen für uns werden. Und vor allen Dingen Wochen werden, in denen wir uns ja, vielleicht so ein bisschen nach unten rausschießen können.